13 Hektar. Jeden Tag unter Beton versiegeln, das ist natürlich nicht das, was ich haben möchte. Cannabis in geringen Mengen muss unbedingt legalisiert werden. Ich treffe Sie im Rahmen Ihrer Tour Willi wandert. Ja. Und wenn ich es richtig sehe, dann wandern Sie ja oder wollen Sie ja eigentlich am Ende dieser Tour im Maximilianeum landen. Mhm. Bei der anlässlich der bayerischen Landtagswahl vom Oktober diesen Jahres. Ja, das ist das letzte Ziel. Jetzt ist es ja so, dass man von Ihnen ein bisschen wenig findet auf der offiziellen Seite der Grünen in Pfaffenhofen. Mhm. Das heißt, könnten Sie sich mal ein bisschen vorstellen? Sehr gerne. Ja, mein Name ist Wilhelm Reim, bin 38 Jahre alt, komme aus Gerolzbach. Gelernt habe ich großen Außenhandelskaufmann und mittlerweile hat es mich ganz in einen anderen Bereich verschlagen. Ich bin Gebäudereinigermeister und Desinfektor und bin deswegen ganz viel unterwegs in Gebäudereinigungsfirmen, in Krankenhäusern und in hygienesensiblen Bereichen. Und im politischen Bereich, wo sind Sie da unterwegs? Schon mal Bündnis 90 Die Grünen. Und aufgrund meiner Hobbys wie das Technische Hilfswerk oder die Feuerwehr ist natürlich bei mir vieles da, wie zum Beispiel Innenpolitik ist ein großes Thema, weil es natürlich darum geht, wie kann man das Ganze gestalten, dass man Menschen helfen kann, dass man Menschen retten kann, ist natürlich in vielen Belangen natürlich auch und zieht sich dann auch, weil zum Beispiel auch die Landwirtschaft da ganz eng zusammenhängt. Weil wenn ich heute haben wir wirklich Glück vom Wetter her, sieht man, es ist echt schönes Wetter, aber das ist es ja nicht immer. Das ist ja unser großes Problem, dass die Klimaextreme die nächsten Jahre stärker werden und da muss einfach vorgebaut werden und der größte Partner, den wir da haben, ist die Landwirtschaft. Also das heißt, die Landwirtschaft hat als eigentlich besten Partner die Grünen. Denn was mir jetzt noch fehlt bei den Ausführungen ist, wie kamen Sie denn zu den Grünen, um all das, das wird ja nicht vom THW initiiert gewesen sein, wie kamen Sie denn gerade zu den Grünen und warum verkörpern die Grünen etwas für Sie, was Sie aktiv als deren demnächst Abgeordneter weiter betreiben oder sogar vielleicht ganz neu anstoßen wollen? Also zu den Grünen kam ich... Da war gerade so ein Wandel da. Es war gerade der Jugoslawienkrieg. Ganz viele bei Bündnis 90 Die Grünen sind ausgetreten und haben gesagt, aus friedenspolitischer Sicht machen wir das Ganze nicht mehr mit. Mhm. Und es gibt ja immer zwei Möglichkeiten. Ich kann was verändern, wenn ich drin bin und ich verändere es von innen heraus. Oder ich kann sagen, das mache ich nicht mehr mit, ab jetzt rede ich nur noch drüber. Also das hieß ja, wenn ich da dazwischen grätschen darf, die einen sind bei den Grünen ausgetreten, weil ihnen Joschka Fischer mit seiner nie mehr Auschwitz-Geschichte irgendwie was vorgemacht hat, was den Jugoslawienkrieg anbelangt. Mhm. Und sie haben erkannt für sich, nee, Moment, die Grünen müssten sich da ändern oder müssten sich anders aufstellen. Und deswegen sind sie eingetreten oder weil ihnen das gefallen hat. Nein, es ging eigentlich darum, dass ich gesagt habe, wenn jetzt so viele austreten, dann haben wir ein Riesenproblem. Die Grünen stehen für Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau. Ich möchte irgendwann mal Kinder haben. Es kann ja auch locker eine Tochter sein. Da möchte ich, dass sie genauso gleichberechtigt ist wie mein Sohn, wenn ich einen habe. Natürlich das Zweite, der Umweltschutz. Wenn so viele Leute austreten, die Grünen sind dadurch stark geworden, dass der Umweltschutz ein großes Thema war. Wir haben das ganze Thema natürlich auch gehabt, sie konnten dadurch viel in die anderen Parteien mit einbringen. Und das wollte ich nicht, dass das verloren geht. Okay, jetzt haben wir Ihre Motivation gehört, warum Sie bei den Grünen eingetreten sind. Und jetzt hätte ich ganz gerne was darüber gehört, warum Sie jetzt für den Landtag kandidieren. Mhm. Ist das jetzt mehr eine sportliche Geschichte? Ja gut, wir brauchen in Pfaffenhofen jemand.
Und es ist Ihnen sicherlich nicht entgangen, dass bisher jeder Kandidat in Pfaffenhofen bei den Landtags- wie auch bei den Bundestagswahlen nie in den Landtag gekommen ist. Aber einer muss ja mal anfangen damit. Was war die Motivation? Genau dies. Das Unmögliche wahrzumachen. Also es geht, sind so viele Themen da, die bewegen, die dort verändert gehören, wenn man sich anguckt von der Flächenversiegelung. Natürlich muss man wirtschaftliche Entwicklung haben. Natürlich brauchen wir Wohnungsbau, der bezahlbar ist. Aber dass wir 13 Hektar jeden Tag unter Beton versiegeln, das ist natürlich nicht das, was ich haben möchte. Da möchte ich ein Land haben, das schon noch so ist, wie wir es kennen. Eine Kulturlandschaft, wie wir es kennen. Deswegen die Landwirtschaft so wichtig. Dass die Sicherheit da ist für die Bürgerinnen und Bürger. Deswegen bin ich auch für mehr Polizisten und Polizistinnen. Dass wir einfach weiter uns verbessern können mit dem, was wir haben. Wir haben sehr viel die letzten Jahre erreicht und das muss natürlich weiter passieren, dass wir noch uns steigern können. Jetzt komme ich nochmal zurück auf das Jahr. Einer muss mal anfangen. Ja. Also ich gehe davon aus, die Grünen im Landkreis hier bei uns in Pfaffenhofen, selbstverständlich unterstützen sie die mit nach Kräften. Fühlen sie sich aber auch dementsprechend von den bayerischen Grünen dementsprechend unterstützt, wenn ich mir nur die Liste angucke, und zwar die oberbayerische, dann sehe ich sie da ein bisschen unter ferner Liefen auf Platz 32. Mhm. Um es vielleicht im richtigen Zusammenhang zu bringen, momentan haben die Grünen 19 Abgeordnete im Landtag. Richtig. Die Umfragen sagen nichts Gutes im Moment aus, dass es mehr werden könnten. Denn es ist immer so, die Grünen stehen im Moment relativ gut da, kriegen aber als Ergebnis am Tag der Wahl, liegen sie im Prinzip immer 4% drunter. Also werden sie ungefähr vielleicht nach den heutigen Berechnungen genau da wieder landen. Das heißt, der Herr Reim mit Platz 32 auf der oberbayerischen Liste, das heißt ja Platz, sehe mich nicht, auf der bayerischen Liste, wird gar nicht reinkommen, wenn er nicht hier im Kreis das Direktmandat gewinnen. Entweder das Direktmandat oder ich kann natürlich so viele von Ihnen überzeugen, dass Sie sagen, Sie wählen mich, weil das ist natürlich ein großes Thema. Es geht nicht nur auf den Listenplatz drauf an. Und das ist das Wichtige für die Wählerinnen und Wähler, sondern Sie können jederzeit jede Person nach unten oder oben wählen. Das sind die Feinheiten des Bayerischen Wahlgesetzes. Genau, über die Zweitstimme. Und da habe ich natürlich jetzt einen Vorteil, weil ich nicht nur jetzt den Wahlkreis in Pfaffenhofen habe, wo ich lange Zeit jetzt leben durfte, sondern gerade in Gerolzbach bin. Und Gerolzbach gehört da zum Wahlkreis Neuburg-Schrobenhausen. Das bedeutet, sollten mich da auch Personen kennen, wovon ich ausgehe, weil da bin ich aufgewachsen, die sagen, sie würden mich wählen, komme ich automatisch weiter nach oben. Und das ist natürlich die Chance, die ich habe. Und deswegen, Sie haben natürlich vollkommen recht, indem Sie sagen, der Platz ist jetzt nicht der beste. Aber aufgrund dessen, dass ich mehrere Wahlkreise bespielen kann, rechne ich mir sehr gute Chancen aus. Clever gedacht oder cleverer Wohnort. Ja. Gut, das wussten Sie nicht, als die Stimmkreise geschnitten wurden, ist mir auch klar. Jetzt haben Sie aber vorher gesagt, Sie wollen also mehr Polizisten. Das ist ja auch Bestandteil des Programms der Grünen zur Landtagswahl 2018. Ich weiß gar nicht, auf welcher Seite, 57 oder wo steht das, denn es ist ja ein dickes Pamphlet. Also Pamphlet ist nicht so negativ gedacht, wie ich es gerade ausgedrückt habe. Da bin ich über etwas gestolpert. Das war ganz in der Nähe von der Seite 57. Erklären Sie mir doch mal die Koordinierungsstelle Demokratie. Das ist natürlich ein spannendes Feld, weil es hier auch verschiedenste Strömungen gibt. Und die Koordinierungsstelle, da soll es ja darum gehen,
verschiedenste Bereiche, die bis jetzt noch nicht so vernetzt sind miteinander, Beobachtungsstellen von Verfassungsschutz und Ähnliches, aber natürlich auch zivilgesellschaftliche Projekte, wie zum Beispiel die AIDA oder Ähnliches, dass man das zusammenfasst, dass dort Informationen besser gegeben werden, aber auch, dass daraus eine Förderung entstehen soll, gerade für Bereiche, die sich gegen Links- oder Rechtsextremisten stellen, weil das Wichtige für uns ist ja den Zusammenhalt der Gesellschaft, weil was wir zurzeit spüren ist, dass die Gesellschaft ja manchmal durch verschiedene Parteien oder auch Gruppierungen sehr stark polarisiert wird. Das sollte ja nicht sein. Viel Hass unterwegs, im Internet zum Beispiel. Ne? Zum Beispiel. Mhm. Also definitiv. Da muss man auch für mich persönlich, wenn ich das jetzt nochmal auf die Polizei zurückgreifen darf, bevor wir 200 Polizeipferde in Bayern bekommen, wird es mir eine Abteilung für Cyberkriminalität und Terrorismusbekämpfung dort, wäre das Geld für mich besser angelegt. Also noch zusätzlich, denn die Abteilung haben wir ja. Klar, aber wenn wir da mehr Personen reinbekommen, können die noch effektiver arbeiten wie jetzt schon. Jetzt weiß ich aus unserem Vorgespräch, dass Sie beruflich ja des Öfteren eben bei einem unserer vielleicht zurzeit nicht so angesehenen Nachbarn, Russland, genauer gesagt St. Petersburg, unterwegs sind. Mhm. In dem Zusammenhang steht jetzt nicht mit dem, dass Sie in Russland unterwegs sind, sondern in dem Zusammenhang würde mich interessieren, wie die Förderung der Friedensbildung auch aus ein Punkt, der im Programm der Grünen für die Landtagswahl erscheint. Mhm. Wie passt das zusammen, dass bestimmte Kreise der Grünen, nicht unbedingt in Bayern, aber die Bundesgrünen, ich sag mal Rebecca Harms oder wie sie heißt, so wahnsinnig gegen Russland schießen und sie eigentlich aus nächster Nähe beobachten konnten, wie die Russen wirklich sind, nämlich? Naja, also Sie sprechen es an, ich habe natürlich Kontakt eher zur normalen Bevölkerung. Um die geht es ja meistens. Genau. Und da gibt es wie überall in allen Ländern verschiedene Strömungen. Und deswegen ist es ja so wichtig, dass wir viele Kontakte führen. Das ist ja wie auch in Deutschland, dass man ein möglichst breites Bild der Bevölkerung mit einfangen kann, dass man mal sieht, wie agieren da alle. Man muss ja auch verschiedene Gruppierungen kennen und die Standpunkte von diesen Gruppierungen. Und da ist natürlich die normale Bevölkerung immer ein großer Garant. Und wir sollten natürlich, wenn wir außenpolitisch jetzt sprechen, zu allen Ländern Kontakte pflegen und gucken, wie findet dort was statt. Natürlich das eine ist das Politische und das andere natürlich die ganzen NGOs und so weiter. Es gibt ja genügend Gruppierungen, die sich dort engagieren. Und die werden von den Grünen ja auch weiter unterstützt. Könnte es denn helfen, Nachbarn eher so zu sehen, also die Menschen näher zu sehen, das Politische ein bisschen weiter zurückzudrängen, wenn man mehr Cannabis konsumiert? Ja. Denn, etwas süffisante Frage oder Hinleitung, Ihre Partei will ja den Cannabiskonsum entkriminalisieren. Ja. Und das geht schon an damit, sinnvoll oder nicht, dass die Grenze, die Geringfügigkeitsgrenze, wo die Polizei nicht mehr zugreifen kann, auf 15 Gramm erhöht werden sollte. Mhm. Ich weiß jetzt gar nicht, wo sie jetzt liegt. Ich glaube, die liegt in Bayern bei 0. Aber okay, Sie können mich ja aufklären. Ja, und das ist ein Riesenproblem, das wir haben, weil wenn wir gerade über die Polizei gesprochen haben und dass wir wirklich mehr brauchen, was die letzten Jahre nicht gemacht worden ist und jetzt eine Partei sagt, ach ja, wir würden da gern 4000 neue Personen einstellen, aber die haben es die letzten Jahre gar nicht gemacht, dann ist natürlich eine andere Möglichkeit, wie wir es machen können. Wir stellen zusätzlich Personen ein und zusätzlich entlasten wir auch noch die Polizei. Es ist ein Vorschlag, der auch von der Gewerkschaft der Polizei mit unterstützt wird. Die sie Cannabis quasi legalisiert. Ja, für Kleinstmengen. Mhm. Weil damit haben wir natürlich zwei Sachen gemacht.
einmal die Konsumentinnen und Konsumenten, die kleine Mengen ja, verwenden und das Ganze konsumieren, die sind nicht mehr kriminalisiert. Die Polizei hat nicht mehr die Aufgabe oder muss nicht mehr jedem Kleinstdelikt hinterher zu rennen. Und das, was natürlich da viel kostet, ist die ganze Dokumentation. Mhm. Also dementsprechend kann man sich da viel Zeit sparen, die wir für andere Tätigkeiten wirklich benötigen, für das Sicherheitsgefühl der Bürgerinnen und Bürger, für andere Kriminaltätigkeiten. Und da macht die Polizei eine sehr große und gute Aufgabe und eine wichtige Aufgabe. Und da brauchen sie auch wieder die Freiräume. Die Überstunden müssen endlich mal abgebaut werden. Da muss endlich eine Entlastung her. Und deswegen haben Sie es vollkommen richtig angesprochen. Ja, deswegen stehe ich auch dazu. Cannabis in geringen Mengen muss unbedingt legalisiert werden. Jetzt unterhalten wir uns ja anlässlich der Wahl. Sie kandidieren ja zur Wahl im Oktober für den Bayerischen Landtag. Ja. Unterhalten wir uns ja über eine Wahl. Und auch da gibt es im Parteiprogramm oder im Programm zur Wahl von den Grünen zwei interessante Punkte. Zum einen wollen sie das Wahlalter auf 16 Jahre runterziehen, also bereits mit 16 bei allen Wahlen, ob Kommunal-, Landtagswahl oder was gäbe es sonst, Bürgerentscheiden und weiß der Teufel was. Und gleichzeitig wollen sie auch eine Quote einführen, dass Wahllisten mindestens einen 50-prozentigen Anteil von Frauen aufweisen müsste. Ist das nicht ein bisschen sehr weit gesprungen? Naja, also das ist immer das Schöne an Forderungen. Man möchte natürlich möglichst viel dort umsetzen und es sind mehr wie 50% der Bevölkerung ist weiblich. Also, wenn das Repräsentantenhaus, in dem Fall der Landtag, gleich wie die Bevölkerung aufgebaut sein soll, besetzt sein sollte, müssten eigentlich auch 50% aller Personen, die drin sind, auch weiblich sein. Und die Frage, warum Wahlalter 16? Wir reden so viel über Personen, die sich der Demokratie nicht mehr zuwenden, dass sie sagen, brauchen wir gar nicht mehr, möchten wir nicht. Gleichzeitig haben wir aber Personen, die sagen, wir dürfen gar nicht, obwohl wir das Wissen haben, obwohl in den Lehrplänen der Schulen schon längst die Aufklärung geschehen ist. Und dann müssen sie immer noch warten, bis sie das erste Mal wählen dürfen. Das verstehe ich persönlich nicht ganz, weil man einfach gesehen hat, die Schülerinnen und Schüler, die schon 16 sind, sind dementsprechend aufgeklärt, können schon beeinflussen die ganze Politik. Sie dürfen schon längst in der Jungen Union oder in anderen Gruppierungen sein. Warum dürfen sie dann nicht wählen? Vielleicht liegt es daran, und auch das ist ein Punkt, der bei den im Programm der Grünen aufscheint. Und wenn Sie mir erlauben, den Punkt sehe ich als absolut positiv an. Und zwar unter dem Punkt Erinnerungskultur. Fordern Sie, oder Sie möchten dafür arbeiten, die Grünen also auch Sie, dass mindestens jeder Schüler einmal in seinem schulischen Leben ein KZ besuchen sollte. Also wie ich finde, eine absolut sehr gute, ja, ein sehr guter Punkt. Gleichzeitig, weil es ja unter dem Punkt Erinnerungskultur steht, das klingt ja so, als hätten wir da keine. Nein, das möchte ich nicht sagen. Oder das ist auch nicht der Grundgedanke, den Bündnis 90 Die Grünen hat. Es geht nur darum, wenn wir über Geschichte sprechen, und Geschichte ist ja was, was sich immer wieder wiederholt, und man Tendenzen schon sieht, dann muss man ja auch wissen, wie können die Konsequenzen sein, wenn es plötzlich wieder darum geht, dass die Gesellschaft gespalten wird, dass man plötzlich nicht mehr sagt, da kommt jetzt die Feuerwehr, warum soll ich auf die Seite fahren, da kann ich doch einfach mit meinem Auto durchfahren. Nein, Deutschland hat ganz andere humanistische Grundwerte und das ist der Zusammenhalt.
dass alle zusammenhalten. Wenn es meinem Nachbar schlecht geht, muss ich dem helfen. Wenn da was ist, dann müssen wir gemeinsam zusammenstehen und da darf man sich nicht spalten lassen. Und das zeigt natürlich genau sowas. Wenn man sich spalten lässt, wenn man plötzlich auf Populismus setzt, wenn man plötzlich auf Radikale setzt, kann es in die eine wie in die andere Richtung sehr negativ laufen und das muss jeder... Weil man die Geschichte nicht mehr kennt oder weil speziell die Jungen die Geschichte nicht mehr kennen? Weil wozu soll ich dann mit jeder Klasse mindestens einmal in ihrem schulischen Leben ins KZ gehen? Das heißt doch, ich muss denen zeigen, wie wir mal was drauf waren. Natürlich, genau. Was passieren konnte, wenn die Gesellschaft plötzlich nicht mehr zusammenhält, wenn man Extremisten folgt. Oder Propaganda aufsetzt. Oder, genau. Was übrigens auch ein Punkt ist, dass zum Beispiel so politische Bildung in der Schule mehr Zeit eingeräumt werden sollte. Und auch das Verstehen von Medien und ja, nicht so schnell Propaganda aufsetzen. Definitiv. Deswegen werden Sie im Wahlprogramm dann auch finden, dass es genau darum geht, zum Thema Digitalisierung. Das fordern wir ja nicht nur für Behörden oder für andere Bereiche, wo wir sagen, da kann man viele Ressourcen schonen und natürlich auch Geld sparen, dass man nicht mehr alles auf Papier ausdrucken muss oder Ähnliches. Und Ähnliches ist natürlich mit unserer Bildung. Wir können nur existieren in Deutschland. Wir haben dafür zu wenige Rohstoffe. Auch Bayern hat zu wenig, was gefördert werden kann. Ein bisschen Erdöl, ein bisschen da, aber nichts Großartiges. Also geht natürlich unser Blick in die Zukunft. Und da müssen natürlich die Schülerinnen und Schüler auch das Fachwissen haben. Wie geht Digitalisierung? Welche Gefahren sind da? Welche Chancen bietet uns das Ganze? Und aus den Chancen heraus gibt es eine neue Wirtschaftskraft. Und das ist natürlich ein großes Thema, dass wir auch für die Zukunft gut aufgestellt sind und nicht nur sagen, wir wollen jetzt den Stand heute halten, sondern es soll auch für die nächste Generation wieder eine Möglichkeit da sein, in Deutschland Produkte zu fertigen, die dementsprechend gebraucht werden am Weltmarkt. Herr Reim, bevor ich mich bedanke für das Gespräch, muss ich sagen, okay, ich ziehe den Hut. Es ist schön für Pfaffenhofen, einen Kandidaten zu haben, ob bei den Grünen, wie bei Ihnen oder bei anderen, wenn man sieht, der weiß, von was er spricht. Ich bedanke mich. Vielen Dank. You are ready to wake up.